Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, Psalmen, eine Einführung. Psalm 32. Im Psalm 32 kommen wir zu dem, was dem treuen Überrest, was dem treuen Israeliten noch mehr Not tat als eine äußerliche Befreiung, nämlich die Vergebung der Sünden. Die Größe der Drangsal bringt ihn dahin, sich zu dem Gesetz Gottes zu wenden, führt ihn aber auch zu dem Bewusstsein, dass er es gebrochen hat. Auf Gerechtigkeit in diesem Sinne konnte er sich nicht berufen. Er bedurfte der Vergebung. Und dass Jehova ihm die Ungerechtigkeit, die auf ihm lag, die er jetzt anerkannte, nicht zurechne. Lange hatte Jehova ihm die Ungerechtigkeit, die auf ihm lag, und die er jetzt anerkannte, nicht zurechne. Lang hatte er sich dagegen gesträubt, aber Jehova hatte ihm keine Ruhe gelassen. Er bekennt nunmehr die Sünde und der Trug ist aus seinem Herzen gewichen. Bis dahin war es unmöglich. Er verbarg die Missetat in seinem Herzen. Die Vergebung aus Gnade zieht die Gottesfürchtigen zu Gott. Bei der Flut großer Wasser wird er nicht mehr von ihnen erreicht werden. Jehova ist der Bergungsort für seine Seele. Er behütet, segnet und leitet ihn. Nur werden die Gläubigen ermahnt, weise zu sein und doch gehorsam und nicht unverständig, damit Gott sie nicht durch die Macht seiner Vorsehungswege leiten müsse. Man beachte hier, dass während die Vergebung gepriesen wird und der Überrest wird ihrer dringend bedürfen, dennoch der große unterscheidende Zug, der den Überrest von der Masse des Volkes trennt, bestimmt aufrechterhalten wird, nämlich Wahrheit, Gerechtigkeit, Lauterkeit des Herzens. Der Gesetzlose hat viele Schmerzen. Dem Grundsatz nach kann ein Psalm wie dieser auf die ausgedehnteste Weise angewendet werden. Gott sei gepriesen dafür. Seine prophetische Anwendung gilt dem Überrest, um Wahrheit im Inneren hervorzurufen und die Gläubigen durch Güte zu jenem Bekenntnis zu ermutigen, bei dem allein Gott segnen kann. Das ist stets der Fall, denn Vergebung und kein Trug gehen miteinander. Die Heiligen des Überrestes werden die völlige Annahme von Seiten Gottes erst dann kennen, wenn sie ihn anschauen, den sie durchstoßen haben und der als Jehova zu ihrer Befreiung kommen wird. Lasst uns jedoch unseren Herzen den Hauptgrundsatz dieses Psalms tief einprägen, dass nämlich die völlige, uneingeschränkte Vergebung, die gänzliche Nichtzurechnung der Sünde, den Trug aus dem Herzen wegnimmt. Ohne das fliehen wir Gott. Entschuldigung, die Sünde und decken sie zu. Entschuldigen die Sünde und decken sie zu, wenn wir sie nicht zu rechtfertigen wagen. Aber wenn völlige Vergebung vor unseren Blicken steht, so haben wir Mut, wahr im Herzen zu sein. Wer wird nicht alle seine Schuld angeben, wenn ihre Bezahlung durch einen anderen das einzige ist, um das es sich handelt? Wer wird nicht offen über seine Krankheit reden, wenn die Heilung gesichert ist? Die Gnade bringt Wahrheit in das Herz, das dahin geleitet wird, seine Übertretung zu bekennen. Er findet die ganze Last seiner Sünden weggenommen. Die Demütigen und Frommen werden ermuntert, einem Gott zu nahen, den sie als so kennen. Bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Psalm 130, Vers 4. Dieser Psalm will somit den Überrest zu einem aufrichtigen Bekenntnis ermuntern. Und sobald dieses vorhanden ist,
wird er der volle Segnung teilhaftig werden. Der Psalm ist gleichsam eine prophetische Vorbereitung und eine Schule für jene Gläubigen, indem er vor ihren Blicken das entwickelt, was noch nicht ganz erfüllt ist, wenn sie dahin gebracht sein werden. Sich zu Jehova zu wenden, wovon sie aber wissen, dass es in Erfüllung gehen wird. Darum reden diese Psalmen auch von dem Charakter Jehovas, wie er sich dem Grundsatz nach bei den inspirierten Schreibern und im buchstäblichen Sinne oft bei Christo gezeigt hat, um das Vertrauen der Juden am Tage ihrer Bedrängnis wachzurufen und jede unruhige Seele zu beruhigen. Darum finden wir auch, dass sich Rühmen in der völligen Rettung vermischt mit dem Schreien um Rettung. Denn einerseits ist alles prophetisch und andererseits hat es schon Erfüllung gegeben. Bevor wir zur Betrachtung der folgenden Psalmen übergehen, lasst uns beachten, dass die Befreiung des Herzens von Trug, die durch die völlige Vergebung hervorgebracht wird, zu jener Vertraulichkeit bei Gott führt, die bewirkt, dass wir durch sein Auge geleitet werden. Wir haben dann dieselbe Gesinnung wie er, und zwar in der Vollkommenheit seiner eigenen Natur, in der er sie offenbart. Vergebung führt zu voller Segnung. Eine weitere Betrachtung. Psalm 32. Nachdem der Überrest zur Erkenntnis über den Wert des Todes Christi für sie geführt wurde, Psalm 31, erfährt er nun den wahren Segen der vergebenen Übertretung und zugedeckter Sünde, Psalm 32. Doch dies geschieht nicht ohne ein vorheriges Bekenntnis seinerseits. Es folgt das zweifache Ergebnis, Gott als einen vergebenden Gott zu kennen. Erstens ein zuversichtliches Bergen in dem Herrn bei Bedrängnis durch jegliche noch existierende Feinde, Psalm 32, Vers 6 bis 7. Und zweitens Führung durch den Herrn auf dem Weg. Der Psalm endet mit der Ermunterung an die Erlösten, sich in dem Herrn zu freuen. Eine weitere Betrachtung zu Psalm 32. David, der die Züchtigung und die Vergebung Gottes erfahren hatte, möglicherweise für die Sünde des Ehebruchs und des Mordes, die in 2. Samuel berichtet werden, ermutigte andere, den Herrn zu suchen, der mit Sündern gnädig handelte. Wenn sie sich jedoch weigern, sich zu unterwerfen, werden sie die Züchtigung erfahren. Der Psalm könnte im Psalm 51 in Zusammenhang stehen, der auf die Sünde Davids mit Bathseba Bezug nimmt. Damals weigerte sich David, ein ganzes Jahr lang seine Sünde anzuerkennen. Psalm 51 war Davids Gebet um Vergebung. Psalm 32 würde dann diesem Psalm folgen, um Gottes Vergebung und die Lektion, die David gelernt hatte, betonen. A. Der Segen der Vergebung. Der Psalmist, der Gottes Vergebung für seine Sünden empfangen hatte, drückte seine Freude darüber aus. Gesegnet wird im Psalm 1, Vers 1 der genannt, der ein makelloses Leben führt. Hier wird derjenige mit demselben Wort bezeichnet, der Vergebung empfängt. Gott schenkt völlige Vergebung, denn er rechnet einem reuigen Sünder seine Sünde nicht zu. B. Die Züchtigung des Unbußfertigen. Der Psalmist erfuhr Vergebung, als er seine Sünde eingestand, was er erst nach der Züchtigung Gottes tat. Als er schwieg und seine Sünde nicht bekannte, wurde er körperlich geschwächt. Zum Begriff Gebeine vergleiche den Kommentator zum Psalm 6, Vers 3. Und in seinem Innern gequält. Die Hand oder Macht des Herrn lag schwer auf ihn. Psalm 32, Vers 4. Das heißt, dass der Herr streng mit ihm verfuhr. Das Ergebnis davon war,
dass seine Lebenskraft Stärke erschöpft und vertrocknet war, wie in der Sommerhitze. Der Ausdruck konnte sich auf eine körperliche Krankheit mit brennendem Fieber beziehen oder aber poetische Sprache für die Gewissensbisse Davids sein. Deshalb bekennt er Gott seine Sünde. Das ist der Weg der Heilung, denn Gott hat ihm vergeben. C. Der Ratschlag dessen, der Vergebung empfangen hat. David ermutigt die Gläubigen, den Herrn zu suchen, denn er handelt gnädig mit den Sündern. Solange der Herr zu finden ist, ist die Zeit des Gebetes da. Dann wird der Gläubige von keinem Unheil, hier wird von mächtigen Wassern gesprochen, überwältigt werden. Aufgrund dieses Trostes pries David den Herrn wieder als Bergungsort. Im Psalm 27, Vers 5 Zuflucht, im Psalm 91, 1 Zuflucht, im Psalm 119, Vers 114 Schutz. Gott schützt diejenigen vor Urteil, Unheil, die auf ihn vertrauen, und sie können ihn preisen. Psalm 32, Vers 8. David gab auch an andere den Ratschlag weiter, sich nicht zu weigern, sich dem Herrn zu unterwerfen, bis er einen dazu zwingt, sondern freiwillig ein Sündenbekenntnis abzulegen. In Vers 8 spricht wohl eher Gott als David. Worauf auch die Worte »Ich wache über dir«, Psalm 25, Vers 8, hindeuten. Allerdings hat hier auch David die Rolle des Lehrmeisters übernommen. Siehe Psalm 31, 34, Vers 12. Psalm 32, Vers 9 bis 11. Der Psalmist gab seinen Lesern den Ratschlag, sich dem Herrn zu unterwerfen, anstatt stur Widerstand zu leisten, wie ein Ross oder ein Maultier, die man bändigen muss. Wer auf den Herrn vertraut, wird seine treue Liebe erfahren und ihm Danklieder singen können. Yeah.